Das ist unsere Gemeinde, Sternenberg. Ich glaube, sie wollen die Schule schliessen. Was? Yes! Mein sechs Kind lohnt sich einfach nicht, die Schule offen zu halten. Das ist es auch. Es sind acht. Ich kann ja noch mal mit ihm auch reden. Ich meine, man muss an den Steuerzahler denken. Die haben doch keine Lust, dort oben eine Privatschule zu finanzieren, oder? Nein, klar. Es ist nicht leicht. Was genau hast du gesagt? Das ist der Franz, der nach über 30 Jahren zurückkommt. Hei, auf Sternenberg. Was macht sie da? Sie war offen. Und der Franz hat manchmal seine Rolle gebracht. Wenn jetzt die Schule anschliesst, gibt Sternenberg irgendwann nicht mehr. Können wir nicht einfach einen Kurs einlegen? Excuse me, ich würde mich schon zur Verfügung stellen als Schüler. Um was geht's? Eben einfach Ruhe. Du bist angenommen, einstimmig. Ja, aber der Staat ist 35. Ah, nein, das ist der Jahrgang. Und so ist der Franz halt wieder in die Schule gegangen. Auf Wiedersehen. Ja, ist gesehen. Ein Journalist vom Tagesanzeiger. Wie sie das von dir gehört haben, am ältesten Primarschüler von der Schweiz. Wenn am Freitag der Jauch kommt, muss da oben alles voll Journalisten sein. Sie müssen Hochdeutsch reden. Sind auch Journalisten aus dem Ausland da? Wenn das gewusst hätte, hätte ich etwas Gescheites angezogen. Schauen Sie mal, was Sie für eine blöde Krawatte haben. Immer muss man mit Doppeln zusammenarbeiten. Aber am besten kommen Sie vorbei und schauen selber. Aber Sie könnten nachher noch Fragen stellen. Bitte. Da, nicht. Ganz kurz sich reinschauen. Pünktlich sein. Bis bald bei uns in Sternenberg.